Warum ausgerechnet VW gegen Hyundai? Ganz einfach, weil VW-Chef Winterkorn auf der IAA, als er dann im Hyundai saß, sagte, da scheppert nix und sinngemäß, warum können wir es nicht? Deshalb der große Vergleich, angefangen bei den beiden Coupés der Hersteller. Wenn man die beiden großen Konkurrenten VW und Hyundai miteinander vergleicht, darf natürlich die Sportabteilung nicht fehlen. Und die Sportabteilung, die heißt bei VW traditionell Scirocco. Das Auto ist spritzig, macht Spaß und muss sich dann gegen den Veloster beweisen. Das ist das Gegenangebot von Hyundai. Und es geht nicht nur um Daten und Fakten. Ganz neu, in diesem Vergleich werden auch die erreichten Testpunkte ins Verhältnis zum Kaufpreis gesetzt. Konkret, wie viel Euro müssen pro Testpunkt bezahlt werden? Der Herausforderer aus Korea in der Premium-Version. Das Design ist ungewöhnlich. Harte Kanten, straffe Linien im jugendlichen Gesicht. Ausgestellte Radkästen, sportliche Knicke an den Seiten und das Glasheck. Die koreanische Interpretation eines Schneewittchensargs. Und mit einem dicken Ende. Und jetzt kommt's. Ja, der Hyundai hat auf der rechten Seite zwei Türen, auf der Fahrerseite nur eine. Im Innenraum geht's sportlich zu, das Armaturenbrett Hyundai typisch mit tiefen Rundinstrumenten. Die Sitze mit gutem Seitenhalt, hinten allerdings muss man unter dem Glasdach den Kopf einziehen. Für eine kurze Fahrt okay, dann wird's ungemütlich. Ein kurzer Blick in den Kofferraum, hohe Ladekante, kleine Luke, aber wer sich ein Coupé zulegt, der weiß, worauf er sich einlässt. Der Spaß steckt beim Hyundai vorn, ein 140 PS Sauger. Nach dem Veloster dreht man sich um. Entweder, weil man ihn extravagant und cool findet oder weil man sich denkt, was ist das denn nur? Antrieb und Fahrwerk, der Motor mag es hochtourig, aber ein paar Pferde mehr würden dem Namen Veloster gerechter werden. Die Federung ist straff, auf schlechten Straßen allerdings spürt man die Schläge direkt im Rücken. In der Premium-Version, mit jeder Menge Luxus an Bord, kostet der Hyundai 26.200 Euro. Dafür gibt es den Sprint von 0 auf 100 in 9,5 Sekunden. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 6,5 Litern. Die Koreaner haben mit dem Veloster ein ungewöhnliches viersitziges Coupé gebaut. Auch in unserem Testwagen scheppert nichts. Wie schlägt er sich also gegen den Wolfsburger? Seit 2008 ist der Scirocco in der dritten Generation auf den Straßen unterwegs. Das Design, damals als mutig beschrieben, sorgt inzwischen nicht mehr für überraschte Gesichter. Der Scirocco von Volkswagen ist trotzdem immer noch ein rassiges Coupé. Versteckte B-Säule und klare Linien zeigen, hier kommt ein sportlicher Typ. 2,57 Meter Radstand bei 4,25 Meter Außenlänge schaffen Platz im Innenraum. Zumindest vorn können es sich Fahrer und Beifahrer auf den gut ausgeformten Sitzen bequem machen. Hinten wird es auf den beiden Einzelsitzen für Menschen über 1,80 Meter eng. Es ist eben ein Coupé. Das zeigt sich auch hinten, aber für den Einkauf reicht der Platz. Der Testwagen hat einen 1,4 Liter TSI mit 122 PS eingebaut. Der Turbo ist elastisch und laufruhig, könnte aber einen knackigeren Sound vertragen. Die adaptiven Dämpfer des Scirocco sorgen je nach Geschmack für die richtige Einstellung. Der 1,4 TSI mit Blue-Motion-Technologie kostet in der getesteten Ausstattung 24.510 Euro. Der Verbrauch liegt bei 6 Litern. Im Sprint ist der Scirocco genauso schnell wie der Veloster. VW Scirocco gegen Hyundai Veloster. Und jetzt die große Frage, welches ist das bessere Coupé? In den Wertungen Karosserie und Komfort liegen der VW und der Hyundai gleich auf. In Sachen Antrieb, Fahrdynamik und Kosten gibt es aber einen eindeutigen Sieger. Ein Coupé, bei dem man hinten aussteigen kann, das ist schon mehr als kurios. Links eine Tür, rechts zwei Türen und das als Coupé, ein Dreitürer. Die Koreaner kommen schon auf komische Ideen. Gegen den Scirocco ist er angetreten und er hat verloren. Man glaubt es nicht. Sogar beim Preis hat er gegenüber dem VW Nachteile. Der Euro pro Punkt ist bei dem Veloster in Premium-Ausstattung tatsächlich noch teurer als bei dem vergleichbaren Scirocco. Warum? Premium kostet fast 2.000 Euro mehr als der VW. Dadurch hat er jede Menge Komfort an Bord, viel Sicherheit. Aber all das kann es nicht aufwiegen, dass er beim Fahren dann doch nicht so ganz gut rüberkommt, wie wir das von einem sportlichen Coupé erwarten. Deswegen Verlierer in allen Bereichen. Das Fazit ist eindeutig. Der VW Scirocco ist einfach das bessere Coupé.